Dafür fiel mir einer Sweet and Root. Erforsch gleich mal den nächsten. Damit wir da gleich ein paar größere Sprünge machen können. So, bau die da. Gib mir. Ne, gib mir gleich alle davon und alle davon. Damit das da auch keine Probleme macht. Brauchst du Eisenzahnräder? Okay. Komm, Logistiknetzwerk, mir Eisenzahnräder. Bitteschön, Dankeschön. Echt ein wenig skurril manchmal. So, du. Du bist fertig. Gut. Dann. Oh. Mit den Killerrobotern können wir auch noch rumspielen. Warum sind die auf Stufe 1? Achso, war das letzte Staffel, wo wir das gemacht hatten? Also ich weiß, dass mir gesagt wurde, dass die Roboter so extrem cool wären, wenn man die später rauswirft und davon ein paar mehr dabei hat und so weiter. Und das wollt ihr noch testen, aber ich glaube, das war letzte Staffel. Also schon eine ganze Weile her. Ja, trotzdem könnten wir das hier auch mal machen. Go. Dauert ja nicht lange. Ding, 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 ding. So, ich wollte eigentlich versuchen, auf was zu klicken, bevor die Forschung fertig wird. Da. So, das hapert jetzt nur noch an den Eisenzahnrädern, die gleich kommen sollten. So, zweite Gehhilfe. So, drei Gehhilfen werden jetzt gebaut. Das ist schon mal gut. Advanced Attack Drone? Combat Robotics Port Wagon? Was? Ah! Können wir einen Roboport auf einen Zug hinten raufpappen? Was denn? Drone Orders Defender Player. Drone Order Range Booster. Combat Robotics Port. Advanced Attack Drone. Das ist abgefahrenes Zeug. Erforsch mal, ich mag abgefahrenes Zeug. Okay. Also es hört sich so an, als könnten wir dann diese Roboter in einen extra Roboport tun und ihnen Befehle geben, greift das und das an. Aber die Reichweite, das gucke ich mir jetzt mal an. Combat Robotic Port, oder was bist du? Wo waren die normalen Roboports? Hier ist ein Roboport, ja. Hier ist ein Combat Roboport und du brauchst Eisenplatten. Das ist doch voll low-tech, hier noch mit Eisenplatten zu arbeiten. So, gib mir Eisenplatten. Ich hätte gerne davon auch noch eingebaut. Und diese komischen Booster-Dinger da und davon welche. Und dafür breche ich auch kurz mal so eine Gehhilfe ab. So, und den Combat Roboport tue ich mal hier vorne hin. Weil hier ja auch gleich eine Basis zum Testen wäre. Dann können wir sagen, ihr ganzen Kampfroboter fliegt zu der Basis und macht sie dem Erdboden gleich. Wenn die so eine große Reichweite haben. Wo ist der Roboport? Zu viele komisch aussehende Dinge hier. Hä? Es blinkt nirgendwo was gelb. Wurde es aber schon gebaut, oder? Bauen nochmal einen. Na gut. Die Solarschüssel jetzt aber. Da gucke ich jetzt hin. 5 normale Radarschüsseln werden gebaut und jetzt die eigentliche. Die müsste jetzt irgendwo... Da, hab dich gesehen. Mir entkommst du nicht. Das heißt, wir setzen dich mal spaßeshalber dahin, vor die Mauer. Combat Robotics Command Station. Genau, Gerogon. Setz die Command Station vor die Mauer. Das klingt sehr sinnvoll. Und hier kann ich jetzt die reintun. Und dadurch hat das Ding jetzt eine größere Drone Orders Defend Player, Drone Orders Range Booster.
und erforsch währenddessen mal mehr von dem Kombi-Zeug. Wie erteile ich den nächsten Befehl? Also ja, erstmal werde ich ein paar davon brauchen, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Und die scheinen recht lange Zwischenschritte zu haben. Das heißt, wir müssten jetzt die Distractor und so weiter Kapseln auch automatisieren. Und ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es letzte Staffel war. Ich kann mich nämlich daran erinnern, wie wir die Fabriken gebaut haben. Und wie ich dann nicht zufrieden war. Aber meine Nichtzufriedenheit war nicht gerechtfertigt, weil ich halt den Schaden von den Kampfrobotern, dafür gibt es eine extra Forschung, weil ich das nicht ausgebaut hatte. Also sowohl die Follower-Anzahl an Kampfrobotern als auch die den Schadensoutput habe ich nicht erforscht gehabt. Das heißt, das könnte ich jetzt zwischendurch auch mal machen. So, das heißt, wir schnappen uns einfach hier eine schöne Ecke und fangen von rechts an. Also rechts sind die ganz kleinen und dann geht es nach links hin immer größer. Da kommen jetzt die Kampfroboterkapseln hin. Und ich sollte mir echt angewöhnen, das Blueprint mal so zu machen. Gleich mit einer roten Fabrik. So. Du stellst her Defender. Dazu brauchst du Piercing Round. Oh, Jungs. Du stellst bitte Piercing Rounds her. So, du stellst da. Ihr seid schon von vornherein beschränkt. Beschränkt. So, du stellst Piercing Rounds her, du stellst jetzt die Defender-Kapsel her. Dazu brauchst du noch Zahnräder und braune Chips. Braune Chips. Go. Und Eisenzahnräder. Habe ich es noch geschafft, das einzustellen? Ja. Okay. Und ihr werdet natürlich auch noch alle rot gemacht. Und einfach weil wir es können, kriegt ihr auch Goldblume. So, und du bist dann die nächste Stufe. Du brauchst die Defender-Capsules, um die Distractor-Capsules zu machen. So. Dazu brauchst du noch. Also, du musst eingestellt werden. Kupfer und Stahl hättest du gerne. Kupfer. Stahl. Na komm. Gut. Die werden hergestellt. Nimm das nächste gleich hier hin. Und hier hin. Du brauchst noch weiße dazu. Der ist immer noch am Bauen von den Dingern da. Die müssen wir nicht irgendwo abzwacken. Also die Distractor-Kapsel braucht man. Nimm den weg. Die Distractor-Kapsel braucht man, um die Advanced Attack Drones zu bauen. Das heißt, wir könnten hier die Advanced Attack Drone automatisieren. Mit den Distractern und mit Flying Robot Frames. Das heißt, du forderst jetzt Frames an. Dich beschränken wir. Und Gottendual. Und vielleicht sollten wir hier überall mit lila Ärmchen arbeiten. Wovon ich übrigens noch ein paar mehr wieder brauche, wofür ich wieder die Sachen brauche, die ich vorhin rausgeschmissen habe. Das heißt, das brauchen wir eh nicht zweimal. Was war das jetzt? Titan Bearing und Gearwheel. Titan Bearing, Titan Gearwheel. Genau, davon hätten wir noch ganz viele. Und brech die mal bitte ab, weil die automatisieren wir gerade. Wow, Inventar, Overflow, ja. Du tut die wieder da rein. So viele brauche ich nicht. Die Schulterlaser-Dinger können auch erstmal weg. Den Robopor setzen wir gleich, das kann weg. Die Yuuki-Sachen. Damit würde ich eigentlich ganz gerne in den nächsten Folgen auch noch weitermachen. Also die müssten eigentlich drin bleiben. Die Module kann ich mal rausschmeißen und je nachdem, wann ich sie brauche, tue ich sie wieder rein. So, sammel das mal alles ein. Gib mir davon ein paar. So, und stelle jetzt den Combat Roboport auf. Ich habe ihn nämlich gesehen, da. So, und du bekommst jetzt die Kampfroboter. Wie geil! Okay, die wuseln jetzt hier rum. Und was?
Wo fliegt die hin? Warum, warum? Interessant. Die greifen jetzt einfach so an. Was für eine Reichweite hat das Ding? Sieht man da gar nicht. Also sie sterben auch. Aber sie töten auch ordentlich. Damit können wir unsere Monsterfarm viel besser machen. Also wir verbrauchen irre viel an Rohstoffen und das ist absolute Verschwendung und so weiter. Aber wir können es uns leisten. Das heißt, wir müssten jetzt hier nur eine blaue Kiste hin tun. Also ja, wir sollten das Ganze eigentlich hinter die Mauern stellen und so, ne? Aber es ist nicht wirklich schlimm, wenn es kaputt geht. Die Schulterpanzer sind echt viel zu laut. So, du forderst jetzt bitte... Wo sind die? Viel zu viel buntes Zeug, viel zu viel buntes Zeug. Die müssten eigentlich hierbei sein. Hier sind auch die anderen Kapseln. Aber das ist wieder ein Sortier... Da, doch, da. Oh, was bist du? Drone Orders Pick Up Artifacts. Das klingt gut. Du forderst die mal alle an. Das ist kein Strom, ernsthaft. Wusch, 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 wusch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, und wenn man einen reintut, zählt dieser eine Attack-Drone wohl gleich als ein ganzer Schwarm davon. Aber wie kriege ich jetzt hier dazu, dass sie alle angreifen? Okay, wir brauchen, glaube ich, mehr von diesen... Baut davon mal ein paar mehr, baut davon mal ein paar mehr von. Und tu die mal alle hier rein. Drone Orders Defend Player. Nee, das brauche ich gar nicht. Machen wir lieber die anderen mit der Reichweite. Ah, die stecken auch. Das ist gut. Kann ich hier auch irgendwas reintun? Also ich check das Prinzip absolut nicht. Ich schmeiß einfach nur Dinge rein und guck, was passiert. Und bisher explodieren Aliens. Also ist alles gut. Irgendwas ganz Schnelles huscht immer nach oben. Guckt euch das mal an, ey. Ja, Laser-Overkill. So, Spawner nicht töten. Mal gucken, ob die auch Spawner in Ruhe lassen oder nicht. Die töten jetzt mal eben so Königin. Ne, die lassen Spawner nicht in Ruhe. Okay. Also für die Monsterfalle doch nicht so gut wie gedacht. Aber wir können die Roboter für die Welteroberungspläne benutzen. Das heißt, wir bauen jetzt eine Bahnstation, machen einen Killerzug, irgendwie gepanzerten Killerzug, und da tun wir dann diese Waggons rauf mit den Kampf-Roboports. Das werden immer mehr. Hör mal kurz auf. Genau, Kampf-Roboport auf den Zug. Und dann müssen wir immer nur die Schienen verlegen, immer näher an den Feind ran. Dann hält der Zug an, der Roboport schmeißt seine zigtausend Kampfroboter aus, alle Basen in der Nähe werden zerstört. Wir legen neue Schienen und der Zug fährt weiter zum nächsten Halt. Das können wir sogar von Hand machen, weil jedes Mal da was zu legen wäre ein bisschen doof. So, die ist überall Leicht und Blut. Lass ich mal hier durch, danke. Ja, hier, das waren auch unsere netten kleinen Roboter von dem... Was zur Hölle? Warum? Die greifen jetzt nicht echt die nächste Basis da ganz, ganz hinten an, oder? Nee, hier ist alles ruhig. Das war eine sehr positive Überraschung mit den Jungs hier. Komm, guck mal, die kommen. Komm, put, 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 put. Put, 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 put. Also, die haben jetzt den Befehl, mich zu verteidigen. Okay, komm mal mit, komm mal mit. Nicht mal die Hälfte schießt und trotzdem stirbt alles. Okay, Königin, Königin, da knabbern sie wieder dran, aber sie kriegen auch die kaputt. Frage ist jetzt, wenn ich weggehe, was machen sie? Weil sie kriegen immer neue Spawns von hier.
Und ich denke, sie werden immer weiter in die Richtung wandern. Oder sie folgen mir. Eins von beiden. Die hier kaputte auf dem Boden rum? Nö, die langweilen sich bloß. Okay. Hammer. Ja, sie wandern immer ein Stückchen weiter nach rechts. Jedes Mal, wenn ein neuer Gegner kommt. Jetzt gehen sie so wanderheuschreckenmäßig dahin und zerstören jetzt die gesamte Basis. Und das ist keine kleine Basis. Also so vor 20, 30 Folgen hätten wir damit noch echt ein Problem gehabt. Schick, 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 schick. Was sagt die Forschung? Erforsch mal mehr Follower. Weil das ist jetzt ja eine vollkommen neue Art von Kampfrobotern. Es gibt immer noch die, die wir von Hand auswerfen könnten. Und die würde ich auch noch ganz gerne testen. Das kommt also nächste Folge. Nächste Folge versuche ich weiter rauszufinden, wie genau die funktionieren. Weil momentan habe ich nur damit gearbeitet, dass ich einfach Sachen reingeschmissen habe und gehofft habe, dass es irgendwas Tolles macht. Wie einfach die Reichweite erhöht, was scheinbar funktioniert hat. Aber das genauer anzugucken und zu schauen, ob es dafür noch extra Forschung vielleicht gibt, wäre wichtig. Dann die Automatisierung von den besseren Rauswerf-Kampfrobotern. Auch noch wichtig. Das Umbauen von unseren Reaktoren auf die nächste MK-Stufe. Vielleicht auch mal die nächste MK-Power-Rüstung, wenn es da noch was gibt, angehen. Und Yuuki wollte ich auch noch weitermachen. Dass wir das dahin bekommen mit dem Off-World-Trading. Also dass wir unsere Facehacker da wegschicken können und dafür den Unicomp bekommen oder was ähnliches. Oh, das wäre der Plan für die nächsten Folgen. Also bis denn.